Oliver Hake ist Redakteur bei BAFT. Das ist ein total spannender Job. In wenigen Tagen fliegt er nach Kalifornien zu Blizzards Hausmesse BlizzCon. Das hat sich bei den Kollegen herumgesprochen. Und seitdem erfreut sich Olli enormer Beliebtheit, denn jeder will etwas mitgebracht haben. Du Olli, ich habe gehört, dass alle Besucher der BlizzCon einen Code für ein Ingame-Murloc-Kostüm bekommen. Wenn du mir das mitbringen würdest, bekommst du alle meine World of Warcraft-Sammelkarten. Oh. Olli, und ich gebe dir für das Murloc-Kostüm dieses Björn von Bredow Fan-Trikot. Ach Olli, weißt du eigentlich, was ich alles für dieses Murloc-Kostüm tun würde? Hacke, Sie werden es noch weit in unserem Unternehmen bringen, vorausgesetzt ich krieg dieses Murloc-Kostüm von BlizzCon. Für das Murloc-Kostüm werde ich dich auch immer vor Bernd beschützen. Die nächste WoW-Erweiterung kommt bestimmt. BlizzCon-Berichterstattung bei buff.de. Täglich frisch ab dem 2. August. Boah, Olli, warst du auf der BlizzCon? Mensch, wie kommst du denn darauf? Hallo und willkommen zu BAFT-Show Nummer 45. Eine BAFT-Show, die in die Annalen eingehen wird, die die Geschichtsbücher umschreiben wird. Denn wir werden am Ende dieser Sendung ein Announcement machen. Eine Ankündigung in eigener Sache. Es betrifft ein neues Produkt aus der BAFT-Familie. Bisher wurde noch nichts drüber gesagt, außerhalb dieser Hallen. Und am Ende der BAFT-Show erfahrt ihr, was wir im Schilde führen. Im Schilde führt Blizzard wahrscheinlich eine neue Erweiterung zu World of Warcraft. Bis die dann auf BlizzCon angekündigt wird, haben wir aber noch andere schöne Dinge zu tun. So zeigen wir euch heute aktuell mal wieder ein paar witzige Quests aus der Scherbenwelt. Hallo, nachdem Marcel euch vor einigen Wochen die Netherschwingen vorgestellt hat, führen Björn und ich heute euch rein in die Questreihe zu den Orgrilla. Genau, und bei den Orgrilla kann man nicht einfach anfangen, Reputation zu sammeln, sondern da muss man sich erstmal einen neutralen Ruf verschaffen, dass die einem überhaupt Quests geben. Und das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Ganz genau. Die ganze Questreihe beginnt im unteren Viertel bei diesem dicken sitzenden Oger namens Grog. Der schickt uns dann in den Schergrad zur gleichnamigen Arena, wo oben auf einem Plateau Mokdok der Weise steht. Dieser gibt uns die Aufgabe, dass wir die drei Söhne von Gruul töten sollen. Ja, und diese drei Söhne befinden sich an verschiedenen Stellen. Der erste ist auch im Schergrad, gleich um die Ecke. Der heißt Grulok, den sehen wir hier. Und der hat nicht wirklich was auf dem Kasten, deshalb liegt er da uns auch schon zu Füßen. Vorher, nachher. Genau. Ja, ihr habt ja diesen Totenkopf gesehen, den muss man dann looten. Hier haben wir den nächsten Sohn von Gruul, das ist Magok. Und auch sein wildes, affenhaftes Rumgehüpfe hilft ihm leider nichts. Auch er wird uns in wenigen Momenten vor den Füßen liegen. Genau, da legt ihn hin. Und jetzt sieht man, wie hier links im Bild die Kiste auftaucht. Und das ist nämlich das Besondere daran, man muss nicht in der Gruppe sein, die diese Söhne, also diese Grons besiegt, sondern jeder, der da zufällig in der Nähe ist, kann dann die Kiste looten und die Quest abschließen. Ja, der nächste ist das schwarze Schaf der Familie, Slark. Der ist nämlich ins Exil gegangen und ist deshalb auch nicht im Schergard anzutreffen, sondern in den Wäldern von Terrorka, wie ihr eben auf der Karte gesehen habt. Ja, und da Mokdok befürchtet, dass wenn die anderen beiden Brüder von ihm tot sind, dass er denn die Macht ergreifen könnte und zurückkehren würde, müssen wir auch ihn legen. Ja, leider hat hier der Agro-Shadow... Ja, wie Marcel, dabei bist du gar kein Gnome. Ja, etwas übertrieben und, naja, ziemlich früh im Kampf gestorben, aber es macht nichts. Die vier weiteren in meiner Gruppe haben zum Glück heldenhaft Slark besiegt. Ja, und als nächstes werden wir zur Beschwörung von Vimgul geschickt, um seinen Zauberfolianten zu bekommen. Und dazu müssen sich alle fünf Gruppenmitglieder in diese Flammenkreise hier reinstellen, um ihn zu beschwören. Und sobald er dann da ist, kann man die Kreise dann auch wieder verlassen. Ja, und auch der ist eigentlich relativ einfach mit einer Fünfergruppe zu machen. Deshalb liegt auch er uns jetzt gleich zu Füßen und präsentiert uns damit seinen schönen Zauberfolianten, wegen dem wir dahin sind. Und da war's aus mit ihm. Ja,
Und nachdem man ihn dann geschafft hat, wird man dann, bekommt man das letzte Quest der Vorquest-Reihe für Orgrillar, nämlich Schänder der Seelen. Und dort muss man den ganz fiesen Gronn beschwören namens Skullok. Und das muss man hier an diesem Ritual aus einem Zauberbuch vorlesen. Und da kommen dann die Geister von den Ogern, die Skullok getötet hat. Und die versuchen, ihn zu vernichten. Davon müssen wir sie allerdings abhalten, weil er muss erstmal vollständig materialisiert werden. Und das dauert auch eine Weile, ein paar Minuten, wo die ganze Zeit diese Geister hier erscheinen. Da sollte man ein bisschen Mana sparen vorgehen als Mana-Klasse. Und nach einer Weile taucht er dann auf. Ist halt auch ein besonders dicker Gronn. Ich erinnere mich noch, als ich das gemacht habe, war direkt nachdem der Patch rauskam. Und da waren hier, ich glaube, 20 Allianzler, 20 Hordler, die trotz PvP-Server friedlich nebeneinander die ganzen Mobs weggehauen haben. Weil, wie gesagt, wenn er einmal umfällt, kann auch bei ihm das Quest-Item jeder looten, der außen rum steht. Und dementsprechend leicht war das bei uns. Ja. Nun ja, und da dies die letzte Quest-Reihe war, das letzte Quest aus der Reihe war, gibt es jetzt hier eine riesige Feier, wie ihr seht, wo an die 100 Oger stehen und Party machen und tanzen und jubeln und mit uns zusammen ein riesiges Fass aufmachen. Und da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Und ja, ich gehe hin und bediene mich reichlich. Am Ogerbier. Am Ogerbier, genau. Das ist ziemlich stark. Also, wie ihr sehen könnt, verändert sich hier meine Sicht ziemlich schnell ins Unscharfe. Irgendwie erinnert mich das an einen Anfangsgag, den wir irgendwann mal hatten. Alkoholische Getränke in WoW und im echten Leben. Aber ich nehme mal an, da hat dein Schattenpriester nachher schon einen ordentlichen Kater gehabt, so wie das aussieht. Ja, in der Tat. Ich hatte dann einige Schwierigkeiten mit meinem Flugmount den Weg nach Orgrillar zu finden, wohin ich jetzt gleich unterwegs bin. Weil mit dem Abschluss dieser Reihe kann man dann nämlich endlich anfangen, in Orgrillar die Quest dort zu beginnen, um das erste Mal Ruf zu bekommen, weil bisher hat es noch nicht einen einzigen Rufpunkt für Orgrillar gegeben. Das ändert sich jetzt in diesem Moment, denn ich kann hier meine erste Quest abgeben und bekomme meine allerersten 25 Rufpunkte für diese Fraktion. Und damit starten dann auch die täglichen Quests, die man denn dort leisten kann. Und eins haben wir euch noch rausgesucht, nämlich zum aktuellen Anlass der deutschen Gedächtnismeisterschaften, die jetzt am Wochenende waren, haben wir hier einen Quest, wo man sich nämlich einen Farbcode merken muss. Es fängt erst an mit einer Farbe, dann zwei und geht dann hoch bis zu 6 beim ersten Mal. Beim ersten Mal muss man 6 schaffen, dann ist die Quest wiederholbar, dann muss man immer 8 schaffen. Insgesamt geht es bis zu 10, eine 10er-Kombination. Und man bekommt dann auch einen Buff, der je nachdem, je besser man das macht, desto länger hält der Buff bis zu 2 Stunden, wo man eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit hat. Aber das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Also es ist eine schöne Sache, weil man, wie gesagt, dadurch, dass es eine Tagesquest ist, kann man es jeden Tag machen. Das Tolle daran ist halt, ja, man trainiert sein Gedächtnis. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, guckt auf meinen Blog. Ansonsten, vielleicht zeigen wir euch beim nächsten Mal noch ein paar weitere Quests aus der Reihe. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank an Flo und Björn. Jetzt ist aber erstmal Schluss mit Orgrillar und Tralala. Wir geben euch jetzt den ersten Hinweis, um was es bei unserer Ankündigung am Ende der Sendung wohl gehen wird. Da können alle von den Bildschirmen gespannt schon mal mitraten. Also hier ist der erste Hinweis. Na, habt ihr es schon erraten? Der Hinweis war ja eigentlich sehr deutlich. Auflösung am Ende der Sendung und fürs Erste geht es erstmal zu Benny. Der ist nämlich erfolgreich in der Beta-Testphase von Mythos angekommen. Das ist ein neues Diablo-ähnliches Online-Rollenspiel der Macher von Hellgate London. Und Benny, klick uns doch mal kurz was vor. Hallo, ich werde euch heute Mythos zeigen, der Testballon für Hellgate London. Das wird ja von Flagship entwickelt und Mythos befindet sich jetzt in der Beta-Phase und wir werden euch jetzt einfach mal ein paar Eindrücke davon zeigen und schauen wir einfach mal direkt rein. Hier befinden wir uns im Charaktererstellungsmenü. Momentan gibt es als Klassen Bloodletter, Pyromancer und Geldgetier. Das sind momentan die, wo verfügbar sind in der Beta-Phase und als Rasse gibt es eben die Gremlins, Satyrs und Menschen. Ich habe mir jetzt einen Bloodletter Gremlin gemacht, gebe dem jetzt noch einen Namen und dann geht es auch schon los.
Und wir starten hier in der Greenridge Priory und bekommen hier auch schon gleich unsere erste Quest. Die werden wir mal direkt annehmen. Der erzählt uns da was von wegen, dass die da unten seinen Wein wegtrinken und das findet er irgendwie nicht ganz so toll. Und meint, wir sollen noch da mal runtergehen und aufräumen. Man sieht ja auch gleich die Belohnungen. Das Interface, was das angeht, ist ja auch sehr übersichtlich gemacht. Und dann nehmen wir uns mal die Quest an und schauen direkt runter. Was einem sofort auffallen wird, ist, dass das Ganze irgendwie sehr Diablo-mäßig ausschaut, so vom Gameplay her irgendwie. Es ist einfach ein Hack-and-Slay-Spiel. Einfach von der Steuerung her ist es, wie man es gewohnt war, auch damals von Diablo, mit Linksklick und mit Rechtsklick. Und es war jetzt auch schon hier was Typisches. Ich habe hier gerade ein unidentifiziertes Zepter gefunden und wie es auch in Diablo so üblich war, gibt es hier so Identified Charms und das habe ich auch gleich drauf angewendet. Und hier haben wir jetzt auch schon diesen Gegner quasi, der diesen Wein trinkt, den haben wir auch ganz schnell zur Strecke gebracht. Am Anfang alles wirklich kein Problem. Das war jetzt mein kleiner Charakter, den ich neu angelegt habe. Jetzt schauen wir mal rüber zum anderen, der ist etwas höherklassig und da schauen wir dann mal nach Stonehill rein. Das ist quasi so der Anlaufpunkt für alles Wichtige. Hier spielt sich im Prinzip alles ab. Hier haben wir auch gleich nochmal was, das auch einem sehr bekannt vorkommt, nämlich seine eigene Kiste. Hier kann man seine Gegenstände, die man nicht wegschmeißen möchte oder nur noch nicht verwenden kann, derweil deponieren. Und es gibt ja auch allerlei mögliche Händler und hier haben wir auch schon einen, der einem irgendwie tolle Kleider verkauft. Man kennt die ganze Oberfläche, wie gesagt, ähnelt sehr stark Diablo, was ja zuletzt auch daran liegt, dass die eigentlichen Diablo-Entwickler hinter diesem Spiel stecken oder einfach bei Flagship arbeiten. Was auch interessant ist, sind hier bei diesem Händler kann man sich Wegpunkte kaufen, beziehungsweise die Map teilweise freischalten. Das Travel-System ist ähnlich, wie man diese Wegpunkte aus Diablo kennt, nur dass man sie hier eben über Quest bekommt oder sie sich kaufen kann. Und dann kann man dort eben immer wieder hin und her teleportieren, so wie wir das jetzt gleich hier machen werden. Da gibt es diese Travel-Elsewhere-Teile. Die klicken wir einfach an, dann gehen wir mal in die Rockridge Abbey rein. Das ist so ein kleines, ja so eine kleine Katakombe. Und da treffen wir dann auch schon gleich auf die ersten Gegner. Wie gesagt, Mythos ist quasi der Testballon für Hellgate Landen. Hier wird unter anderem auch der Netzcode und diverse andere Dinge getestet. Und wenn man Hellgate schon mal die Möglichkeit hatte, es irgendwo anzuspielen auf irgendeiner Convention oder sowas, dann merkt man hier auch ziemlich stark die Parallelen. Es ist alles stark instanziert und wir haben jetzt mal rausgeschaut in eine etwas offenere Ebene und haben hier auch schon einen etwas stärkeren Gegner gefunden. Und gucken wir mal, was der uns da hinterlässt. Also man sieht es auch oben auf dem Display, gerade wenn man mit der Maus drüber fährt, erkennt man immer, gegen was er anfällig ist oder ob er irgendwelche komischen Resistenzen oder besondere Angriffe macht. Ja, dann haben wir ihn zur Strecke gebracht, hat leider nichts Tolles gedroppt und dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Stonehill. Ich hoffe, der kurze Eindruck hat euch gefallen und wir konnten euch zumindest mal so ein kleines bisschen was von Mythos vermitteln und wir bleiben an der Sache dran. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende der 45. BAFT-Show und ja, wir haben es dann doch nicht vergessen, wir schulden euch ja noch die Offenbarung, die Ankündigung, die Weltpremiere. Zum ersten Mal werden diese Worte in die Öffentlichkeit geschmettert, hier in der BAFT-Show. Verkünde ich jetzt hiermit feierlich, am 22. August 2007 erscheint die Erstausgabe von BAFT, das Magazin für Rollenspieler. Ja, die Freudentränen fließen literweise. Es wird wirklich kommen. BAFT geht an den Kiosk, das erste, einzige, offizielle BAFT-Magazin. Richtig auf Papier, mit vielen Überraschungen, coolen Features. Vom BAFT-Team, keine Zeitschrift ist buffiger. 22.08.07, BAFT, das Magazin für Rollenspieler und andere Verrückte. Halte ich dir immer Bernd vom Leib. Oh, das ist immer noch ein paar Mal. Ja. Okay, nochmal. Wir machen noch einen Versuch. Wenn das nicht ist, dann ja, dann kommt kein Lust mehr. Jetzt ist Sam überhaupt nicht unter Druck, seinen Text richtig hinzufliegen. Das ist nämlich kein Spaß hier, der meint das ernst.
Olli, für das Murloc BlizzCon Kostüm halte ich dir auf... was soll ich sagen? Sag's nochmal, Kalle, gleich fertig. Für das... Für das Bernd-Kostüm werde ich dich immer vor dem Murloc beschimpfen. Gibt's das auch in Small? Für das... Jetzt hätte ich wirklich fast Bernd-Kostüm gesagt.